Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Auch bei den heutigen Fragen geht es um meine Meinung zu Dingen, die andere Menschen gesagt oder geschrieben haben. Und auch solche Fragen bezeichne ich als Schlauchbootfragen. Wenn es dich wirklich interessiert, dann frag die Person direkt oder noch besser, mach dir selber Gedanken dazu. Was interessiert dich? Meine Meinung über die Meinung anderer. Bilde dir selber eine Meinung. Du brauchst nicht einen Muho, der dir ständig über die Schulter guckt. Obwohl es in meinem Fall tatsächlich hilfreich ist, manchmal einen Avalokiteshvara zu haben, der einem über die Schulter guckt. Wie dem auch sei, viel Spaß bei dem, was ich vor ein paar Tagen in Singapur gesagt habe. Da fragt eine Person, Ludger Tenbroll, das war das Video mit dem Titel Wer bist du vor ein paar Tagen, ne? Da wurde ich gefragt, warum erwähnst du denn den Ludger nicht? Du hast doch als Student bei dem in der Rheinstraße gesessen, ne? Darauf habe ich geantwortet. Und daraufhin der folgende Kommentar. Ludger Tenbroll wird in dem Buch Mythos Zen von Alfred Binder erwähnt. Kennst du es? Was sagst du zu den Argumenten? Wie gesagt, ihr müsst mich nicht zu den Büchern anderer Leute befragen. Tatsächlich kenne ich das Buch nicht und deshalb kann ich auch nichts zu den Argumenten sagen. Und ich habe auch keine Lust, mir das Buch nur deshalb durchzulesen, weil mir eine Frage dazu gestellt wurde. Wenn du Fragen hast zu dem Buch, dann stell sie bitte direkt an den Autor und nicht an mich. LT, also der Ludger Tenbroll, soll gesagt haben, Zen aufs politische System übertragen führt in den Faschismus. Das ist keine Anspielung auf Kurosawaki, das hatten wir geklärt. Glaubst du das auch? Ja, bevor ich euch verrate, was ich glaube über das, was der gute Ludger gesagt haben soll, ne? Will ich euch erstmal verraten, was Bing glaubt, dass Muho glauben würde. Bing behauptet zunächst mal, dass es das Buch nicht persönlich kennt, aber es hat sich Rezensionen und Auszüge davon angesehen. Die gibt es wahrscheinlich auch im Netz zu sehen, ne? Im Internet. Und es schreibt dann, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang Ludger Tenbroll diesen Satz gesagt hat, aber ich halte ihn für falsch und irreführend. Überraschend undiplomatisch die Meinung von Bing. Zen ist keine politische Ideologie oder Bewegung, sondern eine spirituelle Praxis und Erfahrung. Ja, aber es ging ja eigentlich darum, dass man diese Praxis auch aufs politische System übertragen kann. Und das ist laut Ludger gefährlich. Ne? Aber Bing glaubt, dass ich dem Ludger in diesem Punkt widersprechen würde. Und Bing äußert sich dann auch ausführlich zu verschiedenen anderen Punkten, zu der die Fragestellerin ebenfalls etwas wissen will. Wenn euch die Meinung von Bing interessiert, guckt es euch an. Aber jetzt erstmal zurück zum Muho von damals in Singapur. LT, also der Ludger Tenbroll, soll gesagt haben, Zen aufs politische System übertragen führt in den Faschismus. Glaubst du das auch? Wie gesagt, ne, mach dir doch selber Gedanken bitte. Glaubst du, dass Zen übertragen aufs politische System in den Faschismus führt oder nicht? Der Ludger hat das gesagt. Nur weil der Ludger das gesagt hat, muss es nicht so sein. Es kann aber so sein. Vielleicht ist ja was dran, ne? Mach dir Gedanken drüber. Und was ich darüber denke, was der Ludger in irgendeinem Buch gesagt haben soll, was interessiert's dich, ne?
Die Antwort hängt wahrscheinlich auch davon ab, was man genau meint mit Übertragen von Zen aufs politische System. Und auch, was genau Faschismus bedeutet, ist eine Frage, die in der Politologie kontrovers diskutiert wird. Man muss sich einfach nur mal die Wikipedia-Seite über Faschismus angucken. Es gibt sogar, ja, verschiedene Meinungen darüber, ob das, was es in Japan gab, das System während des Zweiten Weltkriegs als Faschismus zählt oder nicht. Insofern, die Antwort hängt auch von der Definition der Begriffe ab, die wir hier verwenden. Weiter mit dem Kommentar. Und kennst du den Bericht von Ralf Hartmann, Zen und Mind Control? Was hältst du davon? Auch hier heißt die Antwort, nein, ich kenne den Bericht nicht und du brauchst mich nicht danach zu fragen, nach dem, was andere Leute geschrieben haben. Ja, wie ihr euch vermutlich vorstellen könnt, ist Bing da Gesprächsbereiter. Ne? Bing hat sich eine Meinung gebildet zu Ralf Halfmanns Zen und Mind Control und nennt es einseitig und unfair. Der Halfmann beschuldigt den Zen-Buddhismus, Methoden der Bewusstseinskontrolle anzuwenden, die die Persönlichkeit der Praktizierenden zerstören oder manipulieren sollen. Aber dabei verwechselt er oft den historischen Kontext des Zen in Asien mit dem heutigen Kontext im Westen. Er verkennt auch die Freiheit und Verantwortung der Praktizierenden, ihren eigenen Weg zu finden und zu prüfen. Er versteht nicht den Sinn und Zweck der Zen-Methoden wie Sazen, Koan oder Tesho. Und zum Karlfried Graf Dürkheim, um den es dann ganz am Ende geht, meint es, ja, ich, der Muho, weiß nicht genau, wie tief er in die Nazi-Ideologie verstrickt war oder wie er sich dazu später geäußert hat. Ich kann nur sagen, dass seine Bücher mir einen positiven Eindruck von seinem Verständnis des Zen vermittelt haben. Und auch dieser Meinung folgt dann der obligatorische Hinweis. Ich hoffe, dass dir diese Antwort geholfen hat. Wenn du mehr über Zen erfahren möchtest, kannst du gerne meine anderen Videos anschauen oder meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Offenbar hat das die Fragestellerin, die mir, wie sie selber dann in ihrer Antwort schreibt, schon lange folgt, ne? Und so viele Fragen wie keine andere gestellt hat bislang, ne? Offenbar hat sie das nicht verdächtig gemacht und es hat sie auch nicht an die ChatGPT-Antworten von vor einem halben Jahr erinnert, denn sie reagiert wie folgt. Danke für deine Einschätzung, Gascho. Ich finde das Buch und den Artikel ganz gut und die Kritik berechtigt. Aber seitdem ich letztens eine tiefe spirituelle Erfahrung gemacht habe, nicht mehr interessant. Es ehrt mich, dass ich offenbar doch unauffällig genug bin, dass du nicht weißt, dass ich mich schon mit all deinen Videos beschäftigt habe. Eine Doppelmitgliedschaft auf deinem Kanal ist leider nicht möglich, Meister Muho. Ja, danke, dass du mich Meister nennst. Freut mich auch zu hören, dass du offenbar noch Mitglied bist, denn wie ich im nächsten Video morgen ausführen wollte, hast du, glaube ich, auch schon mit dem Gedanken gespielt, diesen Kanal zu deabonnieren. Was ich von dieser Idee halte, das werde ich dann morgen erklären. Bis dahin, danke fürs Zugucken und den Rest vom Singapur-Video, den findet ihr hier gleich. Tschüss. Und von Dürkheim wird manchmal behauptet, er sei Nazi gewesen. Wie ernst ist das zu nehmen? Weißt du etwas darüber? Ich habe das auch gehört, aber ich weiß nicht Genaues darüber. Er wurde, glaube ich, er war ja während des Zweiten Weltkriegs hier in Japan, er wurde danach noch für ein Jahr von den Briten festgesetzt, ne? Weil er wohl tatsächlich ein relativ engagierter Nazi war. Wie weit das ging, weiß ich nicht, aber ich bin nicht Dürkheim. Und ich fühle mich jetzt auch nicht so
dass ich mich an der Stelle von Dürkheim entschuldigen müsste, ne?